Einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo. So, da sind wir erstmal wieder mit den Ankündigungen aus der letzten Folge. Wenn ihr es nie gesehen habt, schaut einfach rein. Wisst ihr jetzt erstmal Bescheid? In der Aufnahme machen wir jetzt erstmal noch so und dann schauen wir mal, ob wir die nächste Aufnahme schon so ein bisschen anders hinkriegen. Schauen wir mal. Jo. Oder ob es jetzt die übernächste wird. Auf jeden Fall relativ zeitnah. Also wir werden aber schon ab jetzt, oder? Sagen, dass wir Montag, Mittwoch, Freitag nur erstmal Folgen raushauen. Dass wir jetzt erstmal wirklich in den richtigen Sommermodus gehen. Ja, können wir so machen, ne? Wir können ja auch dann... Weil da brauchen wir auch heute jetzt nicht viel machen, sondern können dann wirklich mit der Ankündigung anfangen. Das nächste Mal, genau. Dass jetzt nicht so viele Folgen da sind. Könntest du auch so machen, dass wir die Wochenenden einfach mit reinnehmen, dass wir wirklich alle 2 Tage machen. Ja, oder so. Ja. Dann machen wir es halt jetzt so. Wie wir das jetzt machen, ja. Und dazwischen kommt erstmal nichts, oder? Oder hast du jetzt mal wieder was? Naja, am 10. August kommt dann No Man's Sky raus. Ja, okay. Auf jeden Fall. Und ich habe den Tag dann jetzt auch Urlaub genommen mal. Ja. Und da werde ich da wahrscheinlich ordentlich aufnehmen und nachmittags, also wahrscheinlich ab mittags oder irgendwie dann noch streamen. Ja, klar. Ja. Und je nachdem, wie lange ich da an den Tag spiele und so, dann kommen erstmal wahrscheinlich entweder dann im Wechsel mit Minecraft dann Let's Play-Folgen raus und wenn ich dann nicht mehr so die Muße habe, Let's Play zu machen, sondern da kommen dann halt so Sonntagsberichte, Updates quasi. Ich nehme einfach normal auf und mache dann immer sonntags so ein... Ja, das klingt gut. Also, was bisher geschah. Ich glaube, was wir halt... Also, was ich eher allgemein in der... Oh, das nervt. Irgendwie habe ich hier gerade... Moment. Windows. Wo ist es? Ach, hier. Ich habe diese ganz oft jetzt Umschalt gedrückt. Einrastfunktion, nein, nicht aktivieren. So. Diesen Abschnitt immer erfassen. Jetzt habe ich den Sprachassistenten eingeschalten irgendwie. Nice. Jetzt haben sie gerade gehört, diesen Abschnitt. Quick-Info. Sprachausgabe starten. Quick-Info. Sprachausgabe. Bildschirmlupe starten. Schaltfläche. Jetzt hat die Bildschirmlupe angemacht. Quick-Info. Die Bildschirmlupe vergrößert. Sprachausgabe starten, Schaltfläche, Quick-Info, Hilfe. Ich kann es, nein. Hohen Kontrast einrichten, Schaltfläche, Alt plus C. Schließen. Bildschirmlupe starten, Schaltfläche, Alt plus M. Wo meint das aus? Quick-Info, gib digitale Medien wie Musik, Videos, CDs und DVDs wieder. Ich höre dich ganz schlecht, weil das Ding mich immer übertönt. Warte mal ganz kurz. Ja. Und das hat doch alles jetzt leiser gemacht, ey. So, irgendwo muss doch Eingabe... Ich konnte... Erleichterte Bedingungen. Erleichterte Bedienung erweitert. Ja, das, ja, die Fresse. Quick-Info. Sprachausgabe. Wie meinen die aus? Ach hier. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Shift. Escape-Taste. Escape-Taste. Sprachausgabe wird beendet. Danke. Bitte. Jetzt höre ich dich wieder richtig. Mein Gott, ey. Ey, ich weiß, irgendwas hat jetzt gedrückt. Naja, egal. Irgendwas ist da immer. Ah, da weiß ich gleich, was ich als nächstes Streich für eine Arbeitskollegin machen kann. Wenn die mal ihren Bildschirm nicht sperrt, schön die Sprachausgabe aktivieren. Ja. Das ist eigentlich eine echt coole Idee und eigentlich total easy. Und dann noch ein Bildschirm um 90 Grad drehen. Das weiß es schon, wie sie es wieder rückgängig kriegt. Was sie aber nie weiß, ist, wenn ich ihr den Desktop-Hintergrund screenshotte und das als Hintergrundbild mache und dann die Taskleiste weg und die Desktop-Symbole ausblende. Ja. Da kommt sie dann wahrscheinlich gar nicht mal so richtig mit der Welt klar. Das gefällt mir dann. Aber das hat sie sich selber zuzuschreiben. Ist das hier richtig, dass sie das auf der Gegenseite auch so macht, oder? Nee, da vorne wollte ich es glatt haben. Alles klar. Ah, nie kann man es im Recht machen, ey. Nee. Ja. Schön.
dann jetzt alle. Was war das? Meine Fische spielen ja immer wieder jetzt verrückt hier. Springen sie? Da wucke ich inner an die. Oben an die. Dann wieder. Erbarmungslose Liebe. Und das dritte Mal jetzt. Und er geht immer vom Fußboden nach ganz oben. Ich glaube, ich gehe mal schnell gucken. In ganz kleinen Moment, ja. Das ist mir ein bisschen komisch, kommt mir das gerade vor. Ja. Der Fisch hat heute Leg Day. So, ich baue hier, ich habe jetzt mal angefangen hier für alle Leute. Naja, gut, der Marco guckt gerade auf den Fußboden. Davon mal abgesehen. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, hier so einen kleinen Tempel zu bauen. Habe mich da jetzt an so eine Säulenarchitektur mal angelehnt. Oh, das war das Falsche. Und mal gucken, ob das irgendwie was wird, wenn ich hier dann so weit bin. Sorry, so. Der hat dreimal am Fußboden irgendwas holen wollen und dann ist er immer hoch an die Decke geklatscht. Na, hat Leg Day, habe ich gesagt. Ach so. Was? Aber wirklich. So ein bescheuerter Fisch. Ja, das ist einer von den älteren. Die sind doch ziemlich groß, aber das hat er noch nie gemacht früher. Na ja, guck mal. Egal. So. Aha, du baust hier was. Aha. Ja, mal gucken, was es wird. Es sollte so eine Art ist das normal, Tempel oder die, sowas werden. Dass die versetzt sind oder sollten die alle im gleichen Abstand stehen hier? Wie versetzt? Na hier, gar nicht versetzt. Von oben sieht das ja anders aus. Scheiße. Ja, ich sehe schon, irgendwas sieht scheiße aus. Irgendwas sieht scheiße aus. Ich wollte es dir ja nur sagen, nie, dass du dann baust und... Ja, ich hätte jetzt weitergebaut, vermutlich. Dann kam ich, der Retter. So, hier weiß ich es jetzt nie, wie du das haben willst, deswegen. Aha. Ich auch nie so richtig. Alles klar. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Dann ist ja wieder gut. So, mit O. Fußboden. Jetzt ist der Fisch wieder ruhig. Ich hab ihn vorhin böse angeguckt, dann ist er in sein Versteck gewandert. Ist eine geknallt. Nee. Er ist so fresse verstanden. Jetzt, Batsch. Ach, vielleicht haben die manchmal einfach so einen Rappel, das kann natürlich einfach sein. Und die ZB ja normalerweise nie zu Hause. Vielleicht hat er sich auch gefreut, dass ich wieder da bin. Ah ja. Na egal. Gut, jetzt. Ja. Pyramide steht, das steht. Baut hier einfach mal ein ganz simples Haus hin. Ein simples Haus, ne? Mach das mal. Bevor du gar nichts machst, mach das mal. Ja, sonst würde ich jetzt echt gar nichts machen. Ja, aber das eröffnet für uns jetzt hier gerade alles neue Möglichkeiten. Wir brauchen heute nur noch eine Folge dann aufnehmen. Wow. Verrückter Scheiß, wa? Na zack, was entschieden. Mach mal ab sofort so. So. Zack. Mach hier einfach einen mysteriösen Würfel hin. It's magic. Mach einfach einen mysteriösen Würfel hin. Genau. Einen Würfel bauen kannst. So, fertig. Was mache ich jetzt? Nee, ich werde das so machen, dass der immer kleiner wird. Sozusagen ein Turm. Ein Turm. Also ein Turm. Ja. Jetzt hat mein Handy vibriert. Aber wirklich. Ah, ja. Aber das ist mir jetzt gerade egal. So. Übrigens, schöne Musik hast du an.
Ja, ne? Finde ich auch Also gut die ist heute. richtig krass heute. Geht ab, die Luzi. Ja. Finde ich auch. So, und hier oben kommt dann nur noch so hier drauf. Volle Kalotte. So doof sieht das gar nicht aus. Also ich mache jetzt natürlich doch noch Sagt was doch rein. keiner. Mach da jetzt noch was rein, aber. Machen wir am besten noch was rein und dann geht's. Oder ich mache noch was rein. Du, da. Nur was? Ja, lass dir was einfallen. Mache ich. Nur was? Ich weiß es. Oh. Oh, das ging ja schnell. Probieren mal das hier. Aha. Dit ist es dann nicht. Oder auch nicht. Nee, das passt schon nie, aber. Ist ja eh alles ein bisschen kariert, da machen wir. Neues World of Warcraft kommt ja jetzt auch schon wieder bald raus. Okay. 30. So und das? Muss das sein? Naja, scheinbar. Spieler wollen wohl mehr Content, ich weiß es nie. Ich denke eher, der Markt macht das einfach nur noch. Ja. Na gut, ich meine, würden sie es nicht mehr erweitern, würden die Spieler nach und nach aufhören zu spielen, weil irgendwann hast du alles gesehen. Wegen mir können die das auch aufhören. Für mich ist das jetzt nicht so ein krasses Spiel. Weil es gibt mittlerweile tausend andere. Das zum Ehen. Zu allen möglichen Settings, Herr der Ringe oder was auch immer, gibt's ja, hat ja alles irgendwie sein MMOchen. Ja, eben, ne? Aber ja, irgendwie funktioniert WoW anscheinend noch ganz gut. Krass, hätte ich jetzt echt nie so gedacht. Auch wenn hin und wieder mal die Spielerzahlen sinken und wieder mal steigen, aber gut, das hast du wahrscheinlich überall, die Fluktuation. Ja. Ich denke mal, gerade im Aber. Sommer ist es sowieso. Wer will das? Aber nö, scheint immer noch ganz gut zu laufen. Sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Okay. Vielleicht, wenn ich mal Lust habe, gucke ich auch mal wieder rein. Mal gucken, Na wie klar. lange Weile ab. Aber muss man immer ein Monatsabo abschließen und das finde ich halt. Das ist immer ein bisschen, also gut, meistens ist es, wenn man sich ein Add-on dann kauft, dann hat man halt einen Monat Spielzeit mit inbegriffen. Aha. Deswegen geht das immer. Aber trotzdem kaufst du erstmal ein Add-on. Naja, no. Das ist richtig, aber wenn es in, sagen wir mal, wissen, meistens kosten die immer so um die 40 Euro. Wenn es in 15, 20 Stunden irgendwie an das Spiel bindet, dann hat sich's ja schon wieder, ist ja schon viel für Vollpreistitel heutzutage. Ja. Viel Spielzeit. Das stimmt. So. Okay. Na toll. Und so. Und dann da noch und dann lassen wir es. Dann lässt es. So. Mal hier außen jetzt noch schön was dran. Aber ich dachte, ach, na eben, WoW meinst du ja, ne? World of No. Warcraft. Die World of Warcraft. haben noch gesagt, dass es das letzte Add-on war letztes Jahr, oder? Könnte Ich schon glaube, das sein. sagen sie schon so seit 10 Jahren oder sowas. Okay. Da waren sie noch nie so richtig konsequent mit ihren letzten Add-ons. Ja.
Das ist aber auch albern. Also das muss ich sagen. Das ist ein bisschen komisch, ja. Hätten sie dann lieber ein neues rausgebracht oder so, was Frisches. Mal WoW 2 oder was weiß ich, wie man es dann nennt. Mhm. Aber nee. Nee. Da machen sie lieber da noch ein bisschen weiter. Ja. Die hatten eine ganze Zeit lang so ein anderes, es nannte sich Project Titan. Das okay. war so ein Codename mehr oder weniger. Hatten sie ziemlich lange in Entwicklung gehabt und dann irgendwann eingestellt. Aha. No. Da waren sehr viele interessiert daran, aber irgendwie wissen wir, warum sie es dann einstellen mussten. Keine Ahnung. Hat seine nötigen Einstellungen gefehlt. Oh Gott. Na gut, bevor das jetzt ausartet, beenden wir die Folge erstmal. Okidoki. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Bis dahin. Bis später. Ciao.